Vom Engagementlehrer zum Lehrerzombie. Das neue Buch von Klaus Schenk, erhältlich online und im Handel. Grüß Gott, wir begrüßen wieder ganz herzlich zu einer Sendung der FT-Plattform. Thema ist mein Buch vom Engagementlehrer zum Lehrerzombie. Wir sind jetzt im 8. Kapitel, wenn ich jetzt in Buchsaffäre sage, würde ich sagen, wir sind im Zombie, im Lehrer-Zombie-Kapitel. Aber das Wichtigste und das Interessanteste an diesem Buch ist jetzt nicht unbedingt der Lehrer-Zombie, sondern die Hybrid-Lektüre. Das heißt, die Verbindung von Printausgabe und Internet. Jetzt haben Sie hier meinen Namen, Klaus Schenk. www.klausschenk.de sind auf meiner Homepage. Menüleiste, dort Lehrerbuch anklicken, Ordner geht auf. Naja, jetzt ist natürlich relativ einfach. Hier haben Sie das Buch mit den Kapiteln, hier haben Sie das Internet mit den Kapiteln, vollkommen identisch. Jetzt sagen Sie Kapitel 3, interessiert mich das Zusatzmaterial, zack, klicken Sie Kapitel 3 an, Zusatzmaterial geht auf. Ja, und das zweite Hybrid-Lektüre erleben Sie jetzt gerade eben, das ist unser YouTube-Kanal. Also das habe ich schon verraten, das Kapitel 8, das Schulkritischste, ne, und den Artikel, den ich jetzt vorlesen werde, werden Sie auch gleich merken, worauf die Kritik sich bezieht oder was in mir vorgegangen ist. Ich bin auf der Seite 139. Ich spreche hinein in den Interessenstod. In meinem letzten Schuljahr vor der Pensionierung stellte ich meine Abiturklasse die nachfolgende provokative Grammatikarbeit zur Vorbereitung der Textanalyse. In der Klassenarbeit beschrieb ich die Unterrichtssituation aus meiner Sicht voll Spannung, ob es eine Reaktion oder ein neues Miteinander gebe. Es passierte nichts. Wenn Sie jetzt die Grammatikarbeit nachgucken wollen, wie sie aufgebaut ist, typisches Beispiel, 8. Kapitel, Internet gehen, Grammatikarbeit aufrufen. So, jetzt kommt die Grammatikarbeit. Grammatikarbeit, Lehrergedanken vor der Klasse. Ich stehe vorne, komplett einsam, und spreche hinein in den Interessenstod, hinein in ein Etwas, was mir die Gedanken aus dem Kopf zwingen lässt, in einen Raum ohne Resonanz, ohne Echo, ohne Rückmeldung. Stete Frage, habt ihr Fragen? Meist Schweigen. Ich schaue in Gesichter, die seelenlos vor sich hin starren, zu keinem Blickkontakt fähig. Allein das Herstellen eines Blickkontaktes ist des Aufwandes zu viel. Es scheint alles so sinnlos. Zwei Welten begegnen sich, die ohne Berührung aneinander vorbei wabern, konturlos, nicht greifbar, ohne Ecken und Kanten, die berühren könnten. Ich stehe und schaue in die Leere, stelle Fragen und beantworte sie mit einem achselzuckenden Okay selbst. Keinerlei Ärger in mir, keinerlei Protest gegen Schüler, die wohl schon beim Betreten der Schule sich von ihr verabschiedeten. Das Leben findet in anderen Räumen statt. In der Schule verwandeln sich Schüler zu alten, freudlos schlurfenden Wesen, die in einem Seniorenstift ob ihrer Schrittgeschwindigkeit kaum auffielen. Ich frage mich, was diese vor mir Leben nennen. Wann leben sie? Was begeistert sie? Wofür glühen sie? Worin gehen sie voll auf? Schule, Wissen, Leistung sind es sicherlich nicht. Was dann?
Haben diese jugendlichen Kreise etwas, was sie ihr Leben nennen, worauf sie dann stolz sind? Alles perlt an meiner dicken Ölschicht aus Jahrzehnten leerer Realität ab. Ich bereite wie immer jede Stunde zu Hause vor und frage nicht, ob mein Engagement sinnvoll sei. Ich tue es auch in den leeren Raum hinein. Aber was geht in den jungen Lehrkräften vor, deren Unterrichtserfahrung sich kaum von meiner unterscheidet? Werden sie die Resonanzlosigkeit über Jahrzehnte ertragen, sie gleichgültig wegstecken wie ich? Ich gehe auf der Brücke dieser Schulrealität dankbar, gelassen und freudig meine Pensionierung entgegen. Und diese entstresste Einstellung deckt sich vollkommen mit der entstressten Einstellung meiner Schüler. Und so verstehen wir uns stressfrei prächtig. Und das ist gut so. Also das war die Grammatikarbeit. Jetzt wieder meine zwei Punkte. Aktion Lehrerdank. Gehen Sie doch bitte auf meine Homepage www.klausschenk.de, Menüleiste, Aktion Lehrerdank, anklicken und mitmachen. Zweiter Punkt, Sie sind Mittelständler, dann setzen Sie doch Banner bei uns. Und zwar für Auszubildende mit Abitur. Wir sind ein reiner Oberstufenschülerkanal für Studenten im Blick auf die duale Hochschule. Informationen finden Sie bei Lehrerbuch. Ganz oben, da haben Sie alles, was Sie brauchen. Jetzt kommt noch eine letzte Information. Unser Schwerpunkt ist Süddeutschland. Das war's. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihnen alles, alles Gute.